Prinzessin Peach kauft sich Pokémon-Karten und Mario will ihre Karten sofort haben. Dabei nutzt er einen fiesen Trick. Wird Peach den Trick durchschauen? Juhu! Endlich habe ich meine eigenen Pokémon-Karten. Da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Okay, dann machen wir das Päckchen gleich mal auf. Mario hat mir schon verraten, wie der Trick funktioniert. Also, Karten rausholen, die kann weg und dann zählen wir 1, 2, 3, 4, einmal nach hinten und dann geht's los. Feuerenergiekarte, Siegfried, Dartignis, Klick-Klack, Relikant, Resladero, Geronimatz, Vulpix, Traumato, oh, Mitodos und Hisui Dressella. Wow, wie schön! Das ist so eine tolle Karte. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Für meine ersten Pokémon-Karten bin ich ziemlich zufrieden. Hey, Prinzessin Peach, was hast du denn für Pokémon-Karten gezogen? Richtig schöne, vor allem das Hisui Dressella. Oh, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Hast du vielleicht Lust, mit mir Pokémon-Karten zu tauschen? Nee, tut mir leid, das sind ja meine allerersten Karten, weißt du? Warte mal, ich hol kurz meine Karten. Ich hab da nämlich eine Idee, wir können ja Karten schnipsen. Was hältst du davon? Karten schnipsen? Ja, pass auf, jeder von uns nimmt eine Karte. Okay, dann nehme ich meine Feuerenergie. Anschließend werden wir die Karten ein bisschen knicken. Was, aber dann kriegen die doch Knicke. Sowas macht man höchstens mit Fußballstickern, aber doch nicht mit solchen Pokémon-Karten. Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber so funktioniert das Spiel eben. Und das kann man durchaus auch mit Pokémon-Karten machen. Ja, na gut, okay. Und was passiert dann, wenn beide Karten geknickt sind? Ziel des Spiels ist es, beide Karten umzudrehen. Ich zeig dir ein Beispiel. Ich nehme beide Hände zusammen und dann haue ich einfach auf den Boden. Wenn beide Karten umgedreht sind, gehören sie dir. Alles klar, verstanden. Okay, ich fange an und... Ja, war schon mal nicht schlecht. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Und... Zack. Wow, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Was? Wie, aber beim ersten Mal schon beide umgedreht? Oh, das ist doch katastrophal. Die Regeln sagen, dass jetzt beide Karten mir gehören. Super. Okay, na gut, dann machen wir das gleich noch einmal. Ich knicke gleich mal eine weitere Karte, Schneckmack in dem Fall. Und ich setze wieder meine Feuerenergie ein. Jetzt fange ich an. Ja, ich hab's direkt geschafft. Ich hab wieder eine Karte gewonnen. Das ist ein tolles Spiel, das funktioniert gut. Mann, 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 das gibt's doch nicht. Ah, jetzt aber, jetzt werde ich gewinnen. In Ordnung, Mario, mach dich bereit. Ich bin immer bereit. Diesmal gewinne ich. Und hepp. Ha. Oh, ja, sehr schön. So kann's weitergehen. Oh Mann, ich verliere die ganze Zeit. Ich liebe das Spiel. Was für eine tolle Idee von dir. Okay, voller Einsatz. Alles oder nichts. Wer beide Karten umdreht, gewinnt alle Karten, okay? Wirklich alle? Na gut. Ich muss mir schleunigst etwas einfallen lassen. Ich kann jetzt wirklich nicht verlieren. Oh, das ist meine letzte Karte. Laternecto. Bitte, du musst mir Glück bringen. Wir schaffen das schon. Okay, Mario. Ich würde sagen, ich fange an. Und halt. Ja, es war schon mal nicht schlecht. Mal sehen, wie gut du das jetzt machen wirst. Okay, das ist jetzt meine Chance. Wenn ich die umdrehe, gehören alle Karten mir. Ich muss Peach irgendwie austricksen. Aber wie? Na los, Mario, mach schon und führ keine Selbstgespräche. Ja, aber... guck mal, Prinzessin Peach, schau mal da hinten. Da ist Bowser. Was, Bowser? Hä, wo denn? Ja, das ist meine Chance. Ah, nee, ich glaube, Bowser war doch nicht da. Was? Oh, okay. Moment mal. Hast du die Karte umgedreht? Ja, ich hab's geschafft. Alle Karten gehören mir. Ja! Wirklich alle. Der volle Einsatz hat sich gelohnt. Aber, ich hab alles verloren. Das gibt's doch nicht. Haha, ich hab sogar dein schönes Hisui Dressella. Peach, vielen Dank. Ich werde gut auf deine Karten aufpassen. Oh, meine Sammlung wird immer größer. Aber, oh nee.
nee, ich hab alle Pokémon-Karten verloren. Oh, ich muss Luigi unbedingt meine neuen Pokémon-Karten zeigen. Der wird Augen machen. Ich hab sogar das Hisui-Dressella. Da vorne ist er ja schon. Hey, Luigi, wie geht's dir? Hey, Mario, schön, dich zu sehen. Boah, du hast richtig tolle Pokémon-Karten. Hast du die aus einem Booster gezogen? Nee, ich habe die Pokémon-Karten von Prinzessin Peach bekommen. Einfach so? Nein, wir haben ein Spiel gespielt und ich habe die Karten gewonnen. Wow, wie cool. Herzlichen Glückwunsch. Da hast du wohl echt gut gespielt. Ja, also so ähnlich zumindest. Wollen wir gemeinsam Volleyball spielen? Ja, liebend gern. Okay, wir müssen einfach nur 7 Punkte erzielen. Du kennst das Spielprinzip ja. Aber natürlich, Birdo und Yoshi machen wir auf jeden Fall platt. Schnapp ihn dir, Luigi. Ich hab ihn, jetzt bist du dran. Oh, Entschuldigung, ich war gerade nicht so konzentriert. Kein Problem, Mario. Jetzt schaffen wir es aber. Der nächste Punkt gehört uns. Mario, was ist denn los? Ja, ich mach ja schon. Jetzt aber. Jetzt, ich hab ihn. Oh. Mario, wenn du so weitermachst, verlieren wir. Wir haben 3 Punkte Rückstand. Los, Mario! Menno! Tut mir leid, Luigi. Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie nicht so bei der Sache, habe ich so das Gefühl. Jetzt aber. Na super, klappt doch, Mario. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Hier, schnell, nimm. Ach, Mann. Es tut mir doch so leid, Luigi. Mir tut's auch leid, Mario. Wir brechen das ab. Ja, aber warum spielen wir nicht zu Ende? Weil du nicht konzentriert spielst. Du bist mit den Gedanken irgendwo anders. Tut mir leid, Luigi. Ich gehe ein bisschen spazieren. Ich weiß auch nicht, was los ist. Eigentlich sollte ich doch total gut drauf sein. Immerhin habe ich jetzt echt tolle neue Pokémon-Karten. Und ich bin eigentlich super glücklich, aber gleichzeitig auch irgendwie traurig. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag. Naja, wie auch immer. Solche Tage soll es ja auch mal geben. Vielleicht kann ich mich ja hier irgendwo in New Donk City ein bisschen ablenken. Mal sehen. Da vorne ist doch der New Donk City Park. Da kann man bestimmt was Schönes machen. So. Oh, da vorne. Bei den Frauen kann ich Seilspringen üben. Entschuldigung, darf ich mitmachen? Ich habe auch coole Pokémon-Karten. Deine Pokémon-Karten interessieren mich nicht, aber wenn du willst, kannst du gerne mitspielen. Super, danke schön. Hallo, fang ruhig an. Okay, also, versuch's gern wieder. Geh einfach mal ein bisschen zur Seite, okay? Oh, ja, mach ich. Okay, und jetzt spring einfach rein. Und dann über das Seil. In Ordnung. Und so, jetzt aber, ha. Und? Ja, jetzt so von. Oh nee. Bitte konzentrier dich, Mario. Ja, mach ich doch. Okay, also noch einmal. Alle guten Dinge sind 3. Diesmal schaffe ich das. Oh nee. Was ist denn los, Mario? Du kannst auch sonst so gut springen. Ja, jetzt kommt eine Chance noch. Okay, bitte. Eine Chance noch. Okay, Mario. Dann zeig mal, wie gut du Seilspringen kannst. Oh, weißt du was? Lassen wir das einfach, okay? Bitte mach irgendwas anderes, aber lass uns in Ruhe Seilspringen. Mann, vielleicht sollte ich einfach mal meinen Lieblingsparcours machen. Das ist zumindest etwas, was ich ziemlich gut kann. Das ist nur ein ganz einfacher Sprung. Den beherrsche ich sogar im Schlaf. Okay, dann mal los und yay! Was? Autsch! Das hat wehgetan. Naja, ich schaff das. Sowas passiert doch mal. Und yay! Autsch! Oh, schon wieder. Ich werde doch noch diesen ganz einfachen Sprung schaffen können. Was ist denn heute los mit mir? Und oh nee, autsch. Ich bin einfach nicht konzentriert. Ich schaff gar nichts mehr. Und mich nervt das jetzt auch. Mann, allein die nervigen Pilze hier. Warum wachsen hier Pilze im Pilzkönigreich? Das geht gar nicht. Oh Mann. Ich bin nicht so konzentriert, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich Prinzessin Peach einfach betrogen habe. Ich habe geschummelt. Ich habe sie ausgetrickst mit den Pokémon-Karten. Das war überhaupt nicht nett von mir. Ich muss mich irgendwie ablenken und auf andere Gedanken kommen. Ich meine, Kartenschnipsen war ein tolles Spiel, aber ich war Peach gegenüber einfach nicht fair. Okay, was kann ich hier im Pilzkönigreich machen? Da vorne, da ist ein Motorroller. Damit kann ich doch einfach mal ein bisschen durch die Gegend fahren und auf andere Gedanken kommen. Okay, dann beschleunigen wir mal. Wow. Vorsicht! Oh Mann, warum steht ihr denn heute alle im Weg? Was ist denn jetzt los? Ich habe irgendwie die Kontrolle über den Motorroller.
Motorroller verloren. Vorsicht! Nehmt euch in Acht! Mario, was machst du da? Luigi, ich kann das Ding nicht stoppen. Vorsicht, Luigi! Mario, bist du verrückt geworden? Du hast mich fast angefahren. Luigi, es tut mir leid. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Was ist denn passiert? Ich habe dir doch erzählt, dass ich gegen Prinzessin Peach Kartenschnipsen gespielt habe. Ja, aber du hast doch gewonnen. Ja, aber ich war nicht fair. Ich habe geschummelt. Was, Mario? Sowas macht man nicht. Ja, und seitdem geht auch alles schief. Tja, Mario, das nennt man Karma. Wenn du zu anderen Menschen so böse bist, dann geschieht dir das Recht, selbst schuld. Aber Luigi, was mache ich denn jetzt bloß? Du solltest das wieder gerade biegen und Prinzessin Peach die Wahrheit erzählen. Meinst du wirklich? Ja, aber natürlich. Und schau mal, selbst Fifi möchte, dass es dir wieder besser geht, Mario. Du schaffst das. Luigi, Fifi, danke euch beiden. Danke, dass ihr mir Mut gemacht habt. Danke, ich werde mich bei Prinzessin Peach entschuldigen. Also, schnell zu ihr. Ich hoffe, sie ist nicht sauer auf mich, wenn sie das erfährt. Oh Mann, ich mache mir echt so meine Gedanken. Prinzessin Peach! Prinzessin Peach! Ich muss dringend mit dir sprechen. Bist du da? Oh, du bist tatsächlich hier. Hey Mario, tut mir leid, aber ich muss gleich los. Ich gehe auf den Japan-Tag. Oh, deswegen dieses Outfit. Aber bevor du gehst, ich möchte mich noch bei dir entschuldigen. Für das Schummeln, meinst du? Was? Aber woher weißt du, dass ich geschummelt habe? Tja, Mario, ich bin ja nicht doof. Falls du es nicht gemerkt hast, hinter mir stand die ganze Zeit ein Spiegel. Ich habe also ganz genau gesehen, wie du einfach die Karte umgedreht hast. Oh, was? Aber warum hast du dann nichts gesagt? Naja, ich wollte sehen, ob du dich irgendwann bei mir entschuldigst und deinen Fehler einsiehst. Oh ja, Prinzessin Peach, das habe ich wirklich und es tut mir wahnsinnig leid. Ist in Ordnung, Mario. Ich verzeihe dir. Und du kriegst natürlich deine Karten zurück. Das ist lieb, aber ich muss jetzt erstmal los. Wir sehen uns, Mario. Viel Spaß auf den Japan-Tag, Prinzessin Peach. Ich bin sehr froh, dass ich mich bei Prinzessin Peach entschuldigt habe. Denn dadurch habe ich mein Gewissen erleichtert. Aber eine Sache muss ich unbedingt noch rausfinden. Jetzt, wo es mir besser geht. Kann ich meinen Lieblingsparcours wirklich schaffen? Lag es wirklich nur daran, dass ich so ein schlechtes Gewissen hatte? Okay, finden wir es heraus! Yay! Die Drehung war der Knackpunkt. Ich hab's tatsächlich geschafft. Juhu, juhu, juhu! Kennt ihr schon die Geschichte, in der Mario herausfinden möchte, was Bowsers Lieblings-Pokémon-Karte ist? Tippt auf dieses Video, um euch diese Geschichte anzusehen. Bleibt katztastisch!